So, moin Leute, herzlich willkommen. Mal gucken, ein bisschen dreckig sehe ich aus, ne? Aber ich war beim Friseur. Endlich mal beim Friseur, Leute. Mann, fühlt sich das gut am Kopf an. Jetzt nur noch den Bart heute Abend und dann sehe ich auch wieder aus wie nicht gefunden. Also dann sehe ich ja wieder normal aus. Was machen wir? Wir sehen Hanf. Ja, das wird mich auch nerven. Gerade so eine kleine Autostreitigkeit gab es hier. Wir sehen Hanf, 6 Hektar. Das Ganze, wir gucken uns gleich mal die Saat an. Ich bin wieder unterwegs mit der U-Drill. Also wir haben heute Mittwoch. Genau, heute ist Mittwoch, ich glaube der 27.04. Morgen wollen wir anfangen mit Mais. Wir haben uns aber jetzt gedacht, ach komm, jetzt bringen wir erst die Saat rein hier, die eigentlich hätte Mitte April schon rein müssen. Also noch Laien und den Hanf und den Laien, das wollten wir eigentlich heute machen. Müssen wir gucken, da müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Ich habe jetzt eine Stunde, ja, ich fahre über 30 km/h. Ich habe jetzt über eine Stunde abgedreht. Ich habe ja zum ersten Mal alleine das gemacht. Muss man sagen, so geht es ja ganz gut. Also die Zugänglichkeit, wenn man die Scheiben nach unten draus fährt, ist besser als gefühlt im letzten Video mit der U-Drill. Aber ich muss sagen, das Abdrehen an sich ist eigentlich zu kompliziert. Also, was heißt zu kompliziert gemacht? Es ist halt so, du gehst halt in ein Abdrehmenü und da gibt es normalerweise bei allen anderen Herstellern gibt's eine Abdrehtaste. Oder man drückt vorab draußen drauf, da die Seeräder laufen, sich einmal füllen und gut ist. Hier ist das aber so, man geht auf Abdrehen, hängt den Sack unter, drückt auf Starten, dann macht erst einmal Vordosieren. Dann muss ich den Sack ausleeren. Also soweit ja ganz gut, wenn man vordrehen möchte. Dann muss ich den Sack erst aushängen, hänge ihn wieder unter, starte wieder. Gehe hier in die Kabine, aktiviere, weiter geht's. So von außen natürlich auch. Oder ich mache das von außen, geht's auch. Ich verstehe dann einfach nicht, warum die Hersteller nicht einfach eine Vordosiertaste nimmt. Weil ich habe das jetzt einmal auf 25 Kilo abgedreht und dann habe ich gedacht, ach scheiße, du musst ja auf 40 Kilo abdrehen. 40 Kilo auf dem Hektar willst du ja. So, dann habe ich nochmal neu abgedreht, habe ich den Sack untergelegt, wollte Abdreh starten, macht er erst wieder das Vordosieren. Und das ist halt so ein Punkt, der ist halt anstrengend, weil ich möchte doch gern selber entscheiden, ob ich vordosieren möchte oder nicht. Wenn man das nachher weiß, ja gut, wenn man es weiß, kann man es ja auch nicht verhindern. Das ist ja der Punkt. Du musst hier jedes Mal den Sack wieder wegnehmen, oben auskippen gehen, wieder neu ranmachen. So, das ist ja einfach der belastende Teil des Ganzen. Und man muss sagen, mit Abstand das beste Abdrehen kleben. Mit Abstand. Du musst hier drinnen am Terminal nichts einstellen, gar nichts. Du gehst einfach unter, hängst einen Beutel rein, drückst die Taste abdrehen, solange wie du der Meinung bist, wiegst den Sack aus, also in dem Moment, wo du unten diese Taste drückst, an dem Seeteil, erkennt er vollautomatisch, jo, da ist einer am Abdrehen. Und dann öffnet er sich hier das Fenster und sagt, gib mal die Kilos ein. Und wenn du nichts eingibst, einfach wegklickst, dann behält er den alten Wert. Das Ding ist, das heißt, du kannst auch einmal raufdrücken, vordosieren. Ne, er zählt zwar hier mit und denkt, du machst eine Kalibrierung. Aber in dem Moment, wo du es auskippst und nochmal reinmachst, überschreibt er ja wieder den Wert. Und da muss man sagen, auch wenn die Jungs von Kleden nicht mal eine Halterung unter hatten, wo man ein Tütchen oder eine Schüssel anhängt, das beste Abdrehen hatten sie. Das beste Abdrehen hatten sie einfach. Hier muss man sagen, sah das bei den Jungs von Querneland fast aufwendiger aus, mit dem Unterhängen und so. Das ist ja mega easy gemacht, so den Beutel anhängen und sowas, das ist ja alles top. Also das ist auch mega simpel. Und was ich auch hier übelst feiere, ist ja einfach mal, dass die einen kleinen Sensor an der Klappe gemacht haben. Das heißt, wenn du die Klappe nach dem Abdrehen offen lässt, dann sagt er dir hier Bescheid, Meister, du hast die Abdrehklappe aufgelassen. Wer kennt es nicht? Ich zum Beispiel mit meiner Horsch. Dreh ab, vergesst die Klappe zuzumachen, dann rieselt da die Hälfte der Saat raus, ne? Weil der Luftstrom das alles nicht mit lang nimmt. Für und wieder, Leute. Alles für und wieder. So, wir gucken uns näher nochmal draußen die Saat an, gucken uns die Ablagetiefe an. Bis näher. Einen wunderschönen guten Morgen. Leute, ich sag euch, ich war so viel gevloggt, ne? Und alles für den Arsch, weil das Mikrofon kaputt ist. Oder kaputt war. Wir sind inzwischen schon beim Laien angekommen. Ich habe jetzt das zweite Mal gestern mit dem Laien abgedreht. Muss sagen, wenn man ein bisschen Übung hat, geht es ganz gut. Was ich bloß ein bisschen vermisse, ist ein Hinweis am Computer, dass er sagt, jetzt dreht er vor, jetzt dreht er ab. Einfach so eine To-Do-Liste oder
so was anderes. Also man weiß im Prinzip nicht, wer da vorhat, weil das Bild immer gleich aussieht. Leinaussaat. Ich habe jetzt, einer von euch hat geschrieben, sie machen den Striegel hoch. Und er hatte durch das Gefühl, dass der Boden dann besser die Feuchtigkeit konserviert. Ja, probieren wir aus, ne? Probieren wir aus. Gestern den Hanf habe ich ungefähr auf 3 bis 4 cm gelegt. Da war er schon. Den können wir einen Müh tiefer nehmen, glaube ich mal. Ja, da denke ich wohl auch. Ich würde den einen Müh tiefer nehmen als zu flach. Genau, hier liegt nämlich ein Stück oben drauf. Da müssen wir ein bisschen weiter runter gehen. Nanu. Das dürfte eigentlich nicht sein hier, dieser Punkt. Dieser kleine Damm. Ein bisschen hat man ab und zu diese Drift des Gerätes. Das kommt ja durch die Scheiben. Ne? Wenn die vorderen Scheiben zum Beispiel weiter runter sind, dann geht das Gerät in die eine Richtung. Wenn die hinteren sind, geht das Gerät in die andere Richtung. Das ist so ein Problem. Damit haben alle massig mit zu tun. Also egal wer... Oh, die Haare da sind ja blöd, ne? Egal wer... Alle haben dieses Problem, dass das Gerät in irgendeine Drift geht. Was ich auch gestern beim Saatgut leer machen mir aufgefallen ist, dass es total geil gemacht da. Also du kannst so einfach die Saatschnecke rausziehen und du kannst so einfach hinten eine Klappe aufmachen zum leer machen lassen. Das ist genial gemacht. Ich muss aber sagen, das ist eigentlich einfacher, als es bei Querneland rüberkam. Also als die Jungs von Querneland das gemacht haben, habe ich gedacht, boah, na mal gucken. Das ist ja auch wieder so ein Gefummel, nicht? Nö, aber wenn ich das jetzt so alleine gemacht habe, muss ich sagen, läuft. So. Zählen wir nochmal an. Jetzt ist ganz nice. Jetzt tippen wir einfach nur auf die Saat hier. Machen wir gestern in denselben Einstellung wie der Hanf. Das ist ein bisschen blöd, wenn man es so minimiert hat. Warum kann ich das denn nicht machen? Geht das nur, wenn ich es unten habe? Ja, weil da ist keine Ecke dran. Geht wahrscheinlich nur, wenn ich unten bin. Svenny wird das ja nochmal nachgüttlern. So, jetzt sehen wir hier den Bereich ändert. Genau. Und jetzt können wir sagen, wir gehen 2 nach unten, haben die Tiefe jetzt runtergestellt und fertig. Scheiben habe ich jetzt noch ein bisschen tiefer genommen. Also jetzt auf ganze Tiefe. Weil ihr seht selber, der Boden ist staubtrocken die ersten 5 cm. Und darunter ist die Feuchtigkeit. Und wir müssen ja ein bisschen Feuchtigkeit hochholen, weil wir doch 2 bis 3 cm tief drillen. Und wir können es ja nicht in den Staub reinlegen. Aktuelle Wettervorhersage, 2 Wochen ohne Regen. Irgendwas müssen wir ja hinkriegen. Unten drunter ist die Feuchtigkeit gut konserviert, wie man sieht. Ne? Das sieht ja danach noch ziemlich feucht aus. Das hat auch funktioniert. Die Idee auch, beziehungsweise der Ansatz, erst drüber zu schlitzen und dann die Aussaat zu machen, war eine gute. Hannes, war eine gute Idee, wirklich. Also da nicht in den Boden umherzuwühlen, sonst wäre das schon wieder totale Asche hier gewesen. Jetzt ist natürlich die Sache, jetzt würden ja viele sagen, oder die Idee generell, der Direktsaat und ja, jetzt ist das hier blanker Boden und der liegt ja auch relativ lange, muss man sagen, bei diesen Sonderkulturen oben brach. Jetzt ist aber das Problem, wenn wir jetzt eine Bedeckungskultur haben, dann kriegen wir die ja nicht einfach so weg, mechanisch. Also das Hauptproblem ist, dass es für diese ganzen Sonderkulturen nahezu keinen Pflanzenschutz gibt. Und wenn man jetzt auf die Idee kam und hat sich gedacht, ja, machen wir im Herbst Roggen rein als Winterbegrünung, dann ist das ziemlich schwierig. Weil nämlich auch zum Beispiel Lein ist glyphosatempfindlich. Das heißt, im Vorgang mit Glyphosat beim Ölleinanbau ist ziemlich blöd, weil das nimmt da einen schon übel. Dann ist das schon mal eine Option, die nicht geht. Und dann haben wir nur die Mechanik. Und jetzt kommen wieder alle mit ganz wahnsinnig vielen Ideen. Hannes, Messerwalze. Funktioniert nicht, Leute. Kann ich euch sagen, ist als wenn ihr euren Rasen mäht. Danach sagt er sich, yay! Jetzt wachsen wir richtig los. Das ist mit dem Roggen genauso. Und beim Grubber ist es zum Beispiel so, wenn wir ein bisschen Feuchtigkeit haben und die Wurzeln behalten ein bisschen Bodenkontakt, dann wächst auch Roggen danach wieder aus. Ihr braucht mir nicht viel erzählen. Ich habe das ja alle schon ein paar Jahre durch. Und ich habe auch keine Lust, 3-mal mit dem Grubber hier rüber zu fahren und immer wieder den Boden da zu vergewaltigen.
Weil letztendlich ist es mein Ascheboden hier ist dann auch vergewaltigt. Und dann ist dann auch keine Feuchtigkeit mehr am Boden und dann haben wir auch einen ganz schlechten Feldaufgang. Leute, ich habe das alles durch. Braucht ihr mir nichts erzählen. So. Und deswegen ist das eine ganz schwierige Sache. Und deswegen nehme ich sowas eigentlich gerne nach Mais. Weil nach Mais ist das alles schön vernünftig sauber, ne? Weil die Herbizide haben sehr breite Wirkung. Und wir fassen danach nicht den Boden an. Also ihr seht ja, der Teil der Begrünung ist ja sehr gering. So, und das machen wir ja jetzt hier mit diesen Scheiben von der Drillmaschine weg. Also ich denke, wenn ich das mit der Tigerdrill gemacht hätte, hätte ich jetzt so auch 10 cm tief gearbeitet. Ich habe für die Tigerdrill Gänsefußschare. Die hätte ich dann dafür angebaut, weil wir dann wirklich einheitlich mischen. Mit den schmalen Scharen geht das nicht, weil wir zu wenig Erde bewegen. Das heißt, wir würden einfach nur so eine tiefen Rinne reinziehen und wir würden hinterher kein glattes, ebenes Saatbild erreichen. Deswegen, da müssen wir wirklich, wenn man flach arbeitet, muss man wirklich ganzheitlich den Boden bewegen, wenn man ihn bewegen möchte. Alternativ, die Kläden würde natürlich auch hier funktionieren, muss man ehrlich sagen. Kläden hätte aber wieder das Problem, durch die streifenweise Bearbeitung würden wir hier das Ausgegrünte nicht wegbekommen. Ja, weil wir nicht den gesamten Horizont bearbeiten. Also müsste man da vielleicht kurz vorher mit einer Scheibenecke ganz flach rüber. Also ein, zwei Stunden, damit das so ein bisschen für die Feuchtigkeit wie ein Arbeitsgang ist. Maximal ein, zwei Stunden, vielleicht direkt nur ein, zwei Bahnen vorher. Kommen wir nochmal zum Hanf. Ich weiß, dass viele Leute von euch fragen werden, Hannes, was wissen mit Hanf? Wie ist das mit Hanf? Wir haben ja gestern das im Stream gehabt, Hanf. Was machst du nur mit Häcksel? Nee, Leute, der wird gedroschen. Das ist eine Körner-Hanfsorte, die heißt Finola. Der wird auch gar nicht so hoch, 1,50 Meter, 2 Meter. Und da werden oben nur die Köpfe mit einem ganz normalen Schneidwerk abgedroschen. Und das ist im Prinzip, da ist der Samen drin und den Samen werden wir dann trocknen. Dann haben wir das Ganze, also wir brauchen bei Futter XL ungefähr 50 Tonnen im Jahr von diesen Samen, weil das ist im Wellensittichfutter, das ist im Ziervogelfutter, das ist im Taubenfutter, in Premium Hühnerfutter ist es drin, weil Hanf hat sehr, sehr viel Protein, hat sehr viel gesundes Öl und deswegen wird es viel verwendet. Das Füttern an sich und Futterhanf, Körnerhanf darf man ohne Probleme verkaufen. Man sieht es ja inzwischen im Supermarkt, gibt es ja auch schon Hanf geschält, ne? Mache ich mir auch im Müsli, hat so eine angenehme, nussige Note, schmeckt eigentlich ganz lecker. Und die Fasern wollen wir, also lasse ich auf dem Acker. Viele machen ja die Zweinutzung, nutzen noch Fasern. Da brauchst du aber speziell umgebautes Gerät. Ich werde einfach dann den Direktsaat in Getreide hinterher hinstellen. Das ist sozusagen Plattwalzen. Und dann werde ich die Bakterien oder das Bodenleben den Rest machen lassen. Weil diese Hanffasern an sich sind sehr schwierig klein zu kriegen. Das ist halt sehr faserig, ne? Und das ist im Prinzip das große Problem, diese klein zu kriegen. Und das lasse ich dann einfach mal von der Natur machen. Ansonsten gibt es die wildesten Geschichten von Mulcher, total festgefahren, mit der Kettensäge auseinandergeschnitten und. Dasselbe gilt für einen Mähdrescher, wenn man das Ganze durch einen Mähdrescher jagen will, also die komplette Pflanze. Deswegen nur die Köpfe, nur die oberen 20 cm. Ansonsten hat man da auch große Probleme mit Rotorverschlingung und sowas alles. Ist ein bisschen schwierig. Und wir wollen halt damit Öl machen. Hanföl schmeckt super lecker, haben wir auch in unserer eigenen Küche. Und wenn es noch aus dem eigenen Produktion ist, ist das geil. Und wenn es nicht wird mit Futter XL oder beziehungsweise wenn es mit dem Öl nichts wird, dann nimmt es Futter XL, das ist kein weiteres Problem. Das Geile ist an Hanf, es braucht keinen Pflanzenschutz. Die Pflanzen sind ganz jung, triebstark, haben eine Wahnsinns-Unkrautunterdrückung. Und es gibt keine Krankheiten. Es gibt wohl Krankheiten, aber die sind nicht wirklich ertragsrelevant und die ist so gesund und vital und die braucht auch kaum Nährstoffe. Deswegen ist das so geil. Wurzel 2 Meter tief. Das heißt, es ist auch eine Pflanze, die am besten mit wirklich krasser Trockenheit klarkommt. Von daher probieren wir aus. Guter Dinge. Wie gesagt, bei den meisten Sonderkulturen haben wir ein Riesenproblem, dass wir da keinen Pflanzenschutz haben. Wenn nur ganz, ganz wenig. Wir müssen mal gucken. Vielleicht werde ich einige striegeln müssen, weil wir gar keine andere Option teilweise haben. Ne? Das ist natürlich blöd, wenn ich meinen Sandacker hier striegel und ich weiß, sobald wieder Regen draufkommt, wächst die Melde wieder wie Sau. Das sieht dann immer aus wie Rasen, der aufkeimt, weil das so dicht an dicht mit der Melde kommt.
Ein weiterer Punkt ist bei dem Hanf. Also viele sagen, man wird ihn halt schwer wieder los, ne? Weil er halt so gesund, vital ist, also auch in den Folgekulturen. Man kann ihn pflanzenschutztechnisch natürlich schon wegbekommen. Aber wir haben natürlich das Problem, dass er immer wieder über viele Jahre auskeimen wird. Und da ist mein Ansatz einfach auch direkt Saat. Ja, nichts verbuddeln, schön oben drauf lassen die Körner und dann, denke ich mal, wird das wohl gut funktionieren. Dann kriegen wir das wohl in den Griff. Also Getreide hier nach, eine Gerste, also mein Ansatz wäre eigentlich eine Gerste, weil das würde passen. Haben wir es ungefähr im September drinne und dann können wir so 20. September, die anderen Kulturen sind dann auch alle reif gewesen, dann können wir eigentlich die ganze Fläche hier mit Gerste bestellen. Und dann würde das auch von dem Zyklus, vom Anbauzyklus ganz gut reinpassen. Gerste nach Mais ist schon etwas spät, funktioniert dies Jahr ganz gut, aber da kann man nicht sicher sein, dass das in jedem Jahr gut funktionieren wird. Gut, wir müssen einmal mit Detlef telefonieren, der steht da oben und bringt mir das restliche Saatgut. Wir haben ja hier einen geteilten Tank nicht, aber unten die Spitzen sind ja vom Tank geteilt. Wir haben eine Sorte Lein, ich habe zwei Sorten Lein, Öllein. Eine Sorte, die eine Seite die eine, andere Seite die andere gemacht. So, den Öllein auch zur Ölgewinnung. Wenn nicht, Futter XL kauft das ganze Jahr relativ viel Lein ein. Von Taube über Vögel, Kanarien, alle brauchen sie Lein. Ist ein sehr fetthaltiges Korn. Viele gesunde Öle oder viele gesunde Ölsäuren drin. Und das ist ja das Schöne, Leute, meine ganzen Experimente. Wenn das mit dem Öl nichts wird oder das Öl wird letztendlich von der einen Kultur nicht schmecken. Futter XL hat bei allen, außer den iberischen Drachenkopf, so viel Bedarf, dass die 2 Hektar da gar nicht auffallen. Das ist ja das Schöne, Leute. Ich habe ja im Notfall die Vermarktung, sogar die Notfallvermarktung. Aber ansonsten habe ich schon Bock auf die Ölsache. Das mit dem Sonnenblumenöl kam ja ziemlich gut an, muss man sagen. Und letztendlich hat das so einen Geschmack, das kann ich euch einfach nicht vorenthalten, weil ich bin so ein Typ, oder wir kaufen relativ viel und quer durch die Bank ein und man sucht auch immer wieder mal ein leckeres Produkt, was sich so vom Standardmarkt abhebt, von der ganz normalen Industrieware. Aber das Öl, diesen Geschmack von dem Sonnenblumenöl, den habe ich so in der Form noch nie irgendwo kaufen können. In keinem Bioladen, in keinem Reformhaus. Und ich habe schon ziemlich viel durch. Wir haben bestimmt 6, 7 verschiedene Ölsorten zu Hause. Weil wir doch, manchmal nimmt man für einen Salat das und dies. Und Mayonnaise macht man manchmal alleine oder so. Also wir kochen sehr viel alleine. Und von daher wird es eine geile Sache. Wir sind gerade auch am Plan und am Durchstrukturieren, dass es ab Sommer auch ein Mehl von uns geben wird. Also wir suchen gerade eine kleine Mühle, die uns das macht, die uns das verpackt, dass wir ein Vollkornmehl haben, vielleicht ein ganz normales 405er und vielleicht den Weizengrieß, den es dazu gibt, dass wir den dann auch bekommen. Also das wollen wir auch ausbauen. Definitiv. Ist eine coole Sache, weil man muss sagen, wir haben halt die Infrastruktur mit dem Versand und deswegen ist der nächste Schritt ist dann eigentlich nur noch ein Katzensprung entfernt. Jo, Leute, ach so, weil ich euch sagen muss, mir ist gestern da beim Spurreißer, Querneland, da tut mir leid, da ist mir die Scheibe abgebrochen. Mir ist aufgefallen, wenn man jetzt hier so ein bisschen vor sich hinfährt, dann kriegen die Zylinder anscheinend ein ganz bisschen Öl jedes Mal, sodass der Arm müh rausgeht. Anfangs fällt einem das gar nicht auf, aber ich war gestern da oben am Zaun an der Biogas, da hinten, und wollte das Vorgewende mit dem Hanf drillen und bin da ganz normal lang gefahren, als würde ich die erste Reihe normal packen. Mir ist aber vorher nicht aufgefallen, dass der Spurreißer einen halben Meter rausguckt. Ja, und dann bin ich da am Zaun hängen geblieben, muss man sagen, aber auch die Aufhängung vom Spurreißer war nur auf Plastik, war eine Metallscheibe, wahrscheinlich so gemacht, Sollbruchstelle, bevor der ganze Arm verbiegt. Ist ja auch logisch, aber Quedlinburg, da tut mir leid, das muss ich euch leider bezahlen. Ansonsten gibt's auch, die Vorbohrungen sind da, so eine Sticken, damit man die sperren kann. Da macht man eine mechanische Sperre rein, so ein Sticken, Spind rein. Die sind aber leider nicht dran. Das ist ein bisschen schade, weil ich hätte es sonst gemacht. Und wie gesagt, mir ist es nicht aufgefallen. Ja, shit happens. Im Gesamten muss ich aber sagen, die Drillmaschine überzeugt schon. Also mit dem Abdrehen, muss ich sagen, sind sie relativ weit vorne am Markt. Also man muss sagen, Pluspunkte gibt es bei der Zugänglichkeit beim Tank. Wenn man die Scheiben wirklich runtergefahren hat, kommt man ohne Probleme ran. Diesen Sack kam mir erst anfangs vor wie Gefummel,
wenn man den da unterhängt. Ist aber gut gemacht. Ist wirklich gut gemacht. Gefällt mir. Nur das mit dem Abdrehen, da kann man ein paar Schritte auslassen. Muss man sagen, da ist Testsieger nach wie vor die Kleinen. Dafür hat die Kleinen nicht zum Unterpacken. Keine Wanne, kein Sack, kein Nix. Auch nicht viel besser. So, jeder hat so seins. Beim Horsch Seeaggregat, beziehungsweise der Horsch Seetrommel, ist es bei uns so, diese Seewellen für Getreide gehen ganz schwer raus und rein. Da muss man öfter mal ein bisschen nach, da muss man an der Seite so einen Schutz abschrauben, weil das dann wieder klemmt. Dann klemmt man sich selber die Finger. Das ist hier sehr, sehr gut gemacht. Also du kannst an der Seite so einen kleinen Deckel öffnen und dann, damit kannst du sonst zur Hilfe die Trommel mit raus oder mit reinschieben, wenn du vorne nicht genug Macht beim Ziehen hast. Also das funktioniert wirklich gut. Und das, was auch so ein Riesenproblem ist bei Horsch, ich meine, hier hat es ja nur, die stand ja auch ein bisschen jetzt hier draußen, wenn es anfängt zu regnen, dann kriecht das Wasser am Saattank runter und geht über Nähte bei uns in die Saattrommel rein. Das heißt, sobald das 1-2 mm über Nacht geregnet hat, müssen wir am nächsten Tag mal abschiebern, die Saattrommel rausnehmen, alles sauber pusten und dann wieder reinmachen. Weil jedes Mal sich die Feuchtigkeit reinsetzt, dann reicht das schon, wenn 3-4 Körner in dieser Seewelle sich einkleben und dann kommt da weniger Getreide raus. Das ist super nervig, kann ich euch sagen. Und das geht manchmal so fix oder manchmal musst du anhalten, weil es regnet und dann ist da schon Feuchtigkeit drin. Also das ist wirklich das ist etwas Belastendes. Ansonsten natürlich die Tigerdrill, die Zugänglichkeit ist natürlich auch wahnsinnig gut, weil sie alles ziemlich weit hochhängt. Aber das ist ja nicht der Standard in so einer Drillmaschine. Kommen wir zu den zwei Verteilerköpfen. Ich persönlich habe mich auch am Wochenende, ich war ja auf der Agra, und ich habe mich mit Jan darüber unterhalten. Jan hat auch zwei Verteilerköpfe, zwei Dosierer. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich würde nur einen kaufen. Klar hat man eine geteilte Teilbreitenschaltung, aber man muss auch immer zwei Wellen abdrehen. Und wenn man viel spezielle Kulturen hat, ist es auch die Frage, inwieweit das sinnvoll und notwendig ist. Von daher muss man sich das ganz genau durchrechnen, ob es einem das wert ist, zwei Dosierer zu haben. Ich würde eigentlich nur einen nehmen. Das wäre für mich ausreichend. Und die Mehrkosten, ja, auf ein paar tausend Hektar Drillen gibt es schon Mehrkosten bei der Überlappung. Aber ansonsten sind wir da, denke ich mal, im Bereich des, ist vielleicht ein Huni im Jahr, 100, 200 Euro. Und ich weiß nicht, wie teuer der zweite Dosierer da dran ist, aber der wird schon ein bisschen kosten, weil der Tank auch ein anderer ist. So, jetzt haben wir 1,65 Hektar gemacht. Ich gehe mal kurz gucken, ob da noch genügend dran ist. Das ist auch so ein Punkt. Ich hätte gerne eine Saatüberwachung unter dem Seerad. Das heißt, wenn die Saat da runterkommt, rutscht sie an dem Geber vorbei und der Geber sagt, okay, da kommt Saat raus oder nicht. Wenn man zum Beispiel Hafer oder Dinkel drillt, ist es ja nicht nur teilweise so, dass es in den Verteilerköpfen verstopft, wo es eine Saatreihenüberwachung gibt, ja, sondern es kann auch unten schon verstopfen. Also es kann sich ja im Tank eine Brücke bilden, hat man bei Hafer ganz oft. Es bildet sich eine Brücke, es rutscht nicht nach. Und wenn man diesen Geber hat, dann weiß man ganz genau, oh, jetzt kommt zu wenig raus, jetzt muss ich was machen. Jetzt muss ich entweder da mal gegenhauen, jetzt muss ich da mal untergucken oder. Haben wir eine Horsch, ist eine super Sache. Also, und man kriegt natürlich auch nicht mit, klar sind hier Füllstandssensoren drauf, aber machen wir uns nichts vor, wenn wir hier ganz geringe Mengen drillen, dann ist das zu wenig für den Füllstandssensoren. Und dann wissen wir auch nicht, kam noch was raus, kam nichts mehr raus. Also das richtig absolute Leerfahren der Drillmaschine ist hiermit leider nicht möglich. Das heißt, man muss sich da eine Kamera reinbauen und sieht, wann es leer ist. Aha, wir haben noch was drin. Zeige ich euch mal. So, da unten seht ihr dann, da ist noch was drin, fallen jetzt noch hoch und kippen nochmal nach. Und das wäre ganz nett. Und die Füllstandssensoren sind halt schon ein bisschen weiter oben und das ist halt ein bisschen blöd. Also da würde ich mir schon wünschen, dass unten im Gutstrom jemand überwacht und sagt, jo, da kommt was raus oder da kommt nichts mehr raus. Und muss sagen, das Patent fühle ich auch nicht so richtig hier. Dass man muss es erst da einhaken. Das ist auch so ein Ding, da hat Detlef gestern auch gesagt. Detlef sagt auch, Leute, das ist eine gute Drillmaschine, schön gebaut. Aber das Ding fühle ich nicht. Also nach hinten aufrollen wäre auch nicht schlecht. Aber ich meine, das sind ja letztendlich nur kleine kosmetische Kleinigkeiten. Oben mit der Plane oder so. Aber im Gesamt muss man sagen, macht die Drillmaschine einen super soliden Eindruck. Und leichtzügig, macht ein schönes, ebenes Saatbild.
macht eine schöne Ablage. Beim Schardruck muss man natürlich sagen, na klar, der Schardruck geht halt über eine Federspannung und nicht über einen Hydraulikzylinder, der den Druck permanent einhält. Man muss aber sagen, es ist ja im Prinzip eine Standard-Drillmaschine. Das heißt, die ist schon so gemacht, dass sie entweder diesen Bereich hier macht. Das heißt, wir haben diesen Fall locker nochmal 5-6 cm mit den Scheiben und haben dann dieses Saatbild, ein bisschen weichen Boden, damit die Schare da gut durchziehbar sind. Das ist ja nichts gemacht, oder beziehungsweise der Schardruck ist ja nicht dafür da, um direkt Saat und mit irgendwas mit 200 Kilo im steinharten Boden reinzudrücken und wieder das Ganze zu verschließen. Dafür ist es ja nicht gemacht. Eine ganz normale Standard-Drillmaschine, die auf geflügten, auf gegrubberten, auf geschalten Boden, dafür ist die gemacht und da macht sie super Arbeit. Machen wir uns nichts vor. Leichtzügig ohne Ende. Also da können wir locker hier auch, wenn ich Johnny hat ja gar nicht so wenig PS, aber kannst mit 200 PS, kannst die 6 Meter ziehen ohne Probleme, Leute. Ohne Probleme. Da bin ich gespannt, wie es wird, Leute. Bin sehr, sehr gespannt, wie die ganze Geschichte ausgeht hier mit meinen ganzen Sonderkulturen. Also die Färberdistel da drüben kommt schon raus und der Leindotter auch. Iberischer Drachenkopf und Schwarzkümmel noch nicht. Hier neben kommt noch Kichererbsen, dann Sojabohne. Sojabohne habe ich mir 1 Hektar da hinten noch gelassen. Den machen wir da in Direktsaat nach Getreide. Und Druschhirse, also Körnerhirse. Die ist für Futter XL sehr interessant. Wie gesagt, ist ein Part im Vogelfutter drin. Warum mache ich das Ganze? Klar, wir müssen Erfahrung sammeln. Man merkt ja auch so ein bisschen, der Landwirtschaftsmarkt entwickelt sich um. Entweder bist du groß und hast Geld. Oder du bist schlau und machst irgendwie Sonderkulturen und. Also du kannst in Zukunft, denke ich mal, nur noch in beiden Richtungen vernünftig als Landwirt bestehen. Ich denke, mit Standardfrüchten wird es ganz, ganz eng für ganz, ganz viele Betriebe. Und du musst Erfahrung sammeln und irgendwann, wenn es soweit ist, vielleicht bleiben alle Kulturen, weil ich sage, jo, das hat gut gepasst. Oder einige werden nicht reif, muss man sich vielleicht probieren. Aber man muss Erfahrungen sammeln, dann hat man es schon mal in einem Schubfach. Und dann kann man sich sagen, ja, das machen wir wieder, das haben wir doch damals mal gemacht, das haben wir doch damals mal so und so gemacht. Und dann geht das los, ne? So wie den Sommelung, wir haben es mit 10 Hektar probiert. Erstmal ein Getreideschneidwerk, ist das überhaupt was, funktioniert die Kultur? Und jetzt werden wir jedes Jahr immer besser, ne? Ganz klar. So, da sieht das Saatgut aus. Ich reiß nochmal die Säcke auf, ich will euch das nochmal zeigen, wie es aussieht. Für die, die kein Öllein kennen. So sieht er aus. Schöne große Körner. Und die andere Sorte ist etwas heller. Ne, der ist dunkler. Eine andere ist etwas heller. So Leute, ich fülle mir jetzt das Ganze nach und dann sehen wir uns später wieder. Was ich euch noch erzählen wollte, die Saatgutkosten beim Hanf. Unfassbare 400 Euro auf den Hektar. Ich habe für meine 6 Hektar 2.500 Euro bezahlt. Absoluter Wahnsinn. Warum? Das ganze Saatgut muss geprüft werden, ob die Pflanzen frei von THC sind. Beziehungsweise die sind ja so gezüchtet, dass da drinnen so geringe Mengen sind, dass sie nicht berauschend mehr wirken können. Das heißt, du musst dir wirklich da einen Quaderballen durchziehen, damit du vielleicht was merkst. Ich weiß nicht, wie hoch die Gehalte sind, letztendlich, wie viel Quaderballen man rauchen müsste. Aber irgendwie so um den Dreh. Einen Quaderball müsste man wahrscheinlich rauchen. Johannes, das sieht aber auch nicht schön aus, was du da gemacht hast. Nö. Und dann ist das Ganze so, also die Sorte muss zugelassen sein. Die muss auch vom BMLE, die muss dementsprechend auf so einer Liste zu finden sein. Wenn man Hanfanbau eingeht, glaube ich, ist es der dritte Link, der da direkt kommt, mit so einem kleinen Merkblatt, was man dafür machen muss. Dann muss man jetzt innerhalb von 10 Tagen eine Anbaumeldung machen, wo man welche Sorte hingestellt hat. Dann Nachweise über das Saatgut sind aufzubehalten oder eventuell beizulegen, steht da. Was war noch? Genau, da muss man eine Blühmeldung machen, also wenn der Bestand am Blühen ist. Und dann muss man entweder um die Ernteerlaubnis anfragen oder auf jeden Fall kommt vorher noch mal einer und prüft, ob man dreschen darf. Also die Ware wird nochmal untersucht, ob sie auch wirklich frei von
berauschende Wirkung ist und dann darf man das Ganze dann dreschen. Ist ein bisschen aufwendiger geworden. Man muss sagen, ja, es wird sich aber auch bemüht, es ein bisschen einfacher zu machen. Zum Beispiel darf man Hanf inzwischen als Zwischenfrucht anbauen. Muss man natürlich auch eine Meldung machen. Das Saatgut muss entsprechend genehmigt sein. Aber beim Preis von 8 bis 10 Euro pro Kilo beim Saatgut, wenn ich das in eine Zwischenfrucht reinnehme, dann werde ich ja kurz bewusstlos. Also das ist ja Wahnsinn. Aber ansonsten haben, wie gesagt, sehr, sehr gute Wurzeln, sehr gute, sehr gesunde, gute Pflanze. Hat eigentlich fast nur Vorteile. Deswegen, die kommt auch immer mehr im Trend im Anbau, muss man ja sagen, machen ja, versuchen sich immer mehr. Das meiste bei den Landwirten ist immer die Vermarktung. Immer. Gerade wenn man so 2-3 Hektar probiert. Das wären jetzt hier, gut, bei meinen 6 Hektar wären es, wenn es gut läuft, zwischen 6 und 9 Tonnen Hanf, die wir da ernten. Da gehen wir zum Handel und sagst, du hast 6 Tonnen Hanf. Dann sagt er, ja, dann gehen wir woanders damit hin, wir wollen das nicht. Also so richtig haben wollen die sowas alles nicht. Auch Sonnenblumen, wenn man da mal so Preise erfragt und man hat keine Ölmühle oder irgendwie eine Verarbeitung in der Gegend, dann sagen die da schon immer, hau mal ab damit. Also die wollen auch alle nur Weizen, Gerste und Raps und Körnermais und sowas handeln. Sonnenblume wird vielleicht dieses Jahr mehr, weil sie dann auch Geld dran verdienen, aber ansonsten ist es, kriegt man eigentlich immer nur Abwehrpreise. Und das ist bei den meisten Landwirten so, dass man sagt, nee, dann lass mal lieber sein. So, also man erntet ungefähr 1 Tonne bis 1,5, 2 wohl in richtig guten Jahren, habe ich mir sagen lassen, manchmal auch nur eine halbe. Eine halbe wird natürlich eng. Wir sind bei der Vermarktung. Also wir kaufen ungefähr Körnerhanf ein für 1 Euro bis 1,20 Euro das Kilo. Das heißt, eine halbe Tonne wären so 600 Euro auf dem Hektar. Oh, das wird aber eng, wenn ich 400 Euro schon für die Saat ausgegeben habe. Ich habe noch die ganzen Pachten zu bezahlen. Ich habe noch die ganzen Nebenkosten. Wasserbodenverband, Berufsgenossenschaft, Krankenkassen. Das wird nichts werden mit einer halben Tonne. Da machen wir schön miese. Und dann haben wir natürlich noch die Technikkosten. Von daher, wir müssen schon eine Tonne runterholen, damit man sagen kann, jo, ein Huni bleibt da hängen. Von daher, na gut, jetzt steigen ein bisschen die Preise, aber letztendlich so über die Distanz gesehen, irgendwann wird sich das ja wieder auf einen normalen Gehalt einpegeln. Lein ähnlich, 1,5 bis 2 Tonnen habe ich mal so gelesen, 1 bis 2 Tonnen Ertrag. Preis, ich glaube, wir kaufen ein für 600, 700 Euro die Tonne. Bin mir aber nicht sicher. Sind natürlich Kulturen, die brauchen weniger Aufwand. Das darf man nicht vergessen. Das ist zum einen wieder ein Vorteil in den Kosten. Zum anderen, ja, ist es ja halt noch schwierig. Ne? Schreibt mal in den Kommentaren, wie es mit euch aussieht. Habt ihr schon Leinanbau gemacht, Hanfanbau? Gebt mal ein paar Tipps unter, was bei euch ganz gut war, was bei euch ganz schlecht war. Eventuell mit den ganzen anderen Sonderkulturen habt ihr da Erfahrung. Schreibt mal unter, was zum Thema Striegeln und Lein. Wie gesagt, ich habe mir die Botanik von den Pflanzen durchgelesen und mache das so, wie ich das für richtig halte. Dann gibt es noch 1, 2 Merkblätter oder sowas. Habe mir so einen kleinen Factsheet geschrieben, habe mir halt alle Sorten untereinander geschrieben und habe mir dann geschrieben, Aussaatstärke, Aussaattiefe, Pflanzenschutz möglich, ja, nein, wenn ja, welches Mittel. Ist schwierig, ist echt schwierig. Gut, Leute, ich glaube, das war's in dieser Folge. Wir haben genug gequatscht. Und ein bisschen Drohnenaufnahmen habe ich euch gestern schon gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir in der nächsten Folge uns wieder. Und wenn ihr Bock habt, lasst mir doch gerne ein Abo da, Mensch. Mensch, Leute. Mensch, würde mich freuen. Wollte doch gerne noch die 100.000 dieses Jahr voll machen. Wie schön wäre denn das mit 100.000? Ich muss, glaube ich, Vorgewende noch ein bisschen weiterziehen. Da wird das Vorgewende hier um den Teich, habe ich Hanf gemacht. Und da auch, weil da hatten wir gestern letztes Jahr so ein 1 Hektar Sonnenblumenstück. Und Sonnenblume wächst ja im nächsten Jahr aus wie Wahnsinn. Und da bin ich der Meinung, da kommt vielleicht nur der Hanf gegen an. Und deswegen habe ich das hier so ein bisschen verrückt gemacht. Ist ja schwierig, wenn man 2-3 Hektar, 5-6 Hektar hat als Versuchsfläche und man hat halt so eine großen Stücke, ne? Und dann macht man Vorgewende vom Vorgewende und, Leute, hört bloß auf. Nicht immer haben große Stücke Vorteile, aber ich habe aber auch nicht so viele kleine Stücke und wenn sind die halt so doll verteilt, dass das keinen Sinn macht, da irgendwas auszuprobieren. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.